Gucci on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Ja, und damit servus, grüß euch und einen wunderschönen Montagabend wünsche ich euch hier zum Transport über 2 basteln bei mir auf Twitch. So, jetzt muss ich das noch umschalten. Ich habe vorhin einmal in Discord reingeschaut, der Tom ist noch nicht da. Mal nebenbei mal schauen, ich habe jetzt auch mal mein Google Maps Bildchen aufgebaut vom Ding. Vielleicht meldet er sich hier im Chat oder was, dann sehen wir es, wenn er da ist, dann kann ich ihn ja anrufen. Ansonsten machen wir einfach mal so weiter. Danke dann an den Herrn Bahnvideos für die Verlängerung von seiner Subscription. Und guten Abend euch beiden natürlich an den... Ah, da ist er ja, der Tom. Na, alles fit? Schreib einfach, wenn du soweit bist, dann ruf dich an. Alles gut, so. Ich kann ja runter mal ein bisschen weiter basteln. Da müssen wir sowieso auch noch ein bisschen was machen. Da werden wir jetzt mal das Gelände wieder ein einebnen. Und da ist er ja. Du darfst jetzt auch nicht sagen, dass der Tom der Teufel ist oder sowas. So. Jetzt planieren wir uns mal da herum. Einmal ist sie ein wenig aus, Hupsi. Jetzt muss ich dann alles noch da hinten weitergehen. Planierung kommt immer dann zum Schluss. Das war ein bisschen zweit, aber das macht nichts. So. Gut, jetzt nehmen wir uns da mal die Schienchen. Ich habe jetzt mal gesehen, da herum ist eigentlich noch die 2 Abstellgleise, die kann man vielleicht da noch andeuten. Dann kann man nämlich dort zur Not einmal irgendwas noch platzieren und abstellen. Dann jetzt einfach die. Jetzt, wenn ich nicht aufpasse, wie lange haben diese blöden Dinge immer? So, jetzt haben wir 20 Meter, oder? Dann müssen wir auf 91 Meter. Wie lange hatten immer diese. Ja, das machen wir aber nicht auf. Das machen wir aber nicht auf Twitch auch noch. Das muss schon reichen, wenn man das auf.
So, wenn man das denkt. Dann nehmen wir nämlich die Abstellgleise da einfach nur drauf. Dann haben wir das da schon mal. Und wie gesagt, Tom, wenn du soweit bist, melde einfach, dann können wir ja. Dann rufe ich sie an, junger Mann. So. Da haben wir 40 mit 35 Meter. Ja. Das ziehen wir jetzt mal so auf 200 Meter. Nein, nein, sogar. Und, nein, nein, das war ja nur mal, weil es nicht begrüßt worden sind. Jetzt habe ich das auf YouTube mal, das immer prophylaktisch dann schon. Beim Streamstart werden die zwei immer schon begrüßt, dann habe ich das schon erledigt, dann kann das nicht vergessen werden, weißt. Aber das machen wir jetzt nicht an auf Ding auch noch. Was machen denn die? Das Gebäumse und Gesumse da mal weg einmal. Ich glaube, auch da sind so Dieselkisten gestanden, gell? Ja, aber ist jetzt wurscht, weil was soll ich jetzt da kein Ding hinmachen, wenn es daneben dann eh wieder weitergeht. Aber ich glaube, du hast recht. Ich wollte jetzt bloß mal was ausprobieren. Wir waren ja recht viel länger mit dem Ding vorbei, brauchen wir glaube ich jetzt eine mal ziehen. Weichen. Ich bin bereit. Gut, Moment. Da steht nämlich so ein Lokschuppen auf der Seite, aber da wollte ich jetzt noch schnell. Da bringt man von da unten dann noch eine Straße auf. Oder da herum dann noch. Aber das kann ich anders mehr machen. So, dann rufen wir doch mal den Tom an. Abend zusammen. Wunderschönen guten Abend, lieber Tom. Hallöchen. Hallöchen zusammen. Hui. Ich wollte nur sagen, es ist warm. Es ist richtig warm, ja, genau. Ja. Das kann man wohl sagen. So ist es. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Was hast du gerade gemacht? Naja, in der Umweide baut, solange es Zucker. Solange du nicht da warst, ich wollte die andere Richtung dann weiterbauen. Aber wir können ja unten an unserem großen Bauprojekt weitermachen. Aber ich glaube, dazu müssen wir da ein wenig glatt ganz ziehen. Ganz wie du magst. Ich glaube, da oben auch noch. Gut, dass außen und um Berge haben, dann kann das auch mal mit der Flatmap oder sowas. Aber das wird ja dann erst wieder eingeebnet. So, jetzt ist nur die Frage. Jetzt haben wir den Winkel eigentlich schon so gemacht. Machen wir jetzt dann von dem Güterbahnhof dann seinen Knick nach links rüber. Können wir machen. Weil rechts ist doof wahrscheinlich, oder? Rechts wäre doof, ja. Rechtsknick wäre doof, oder? Wobei, dann müssen wir mit einer Hauptstrecke nach rechts gehen oder so. Das würde auch gehen. Aber egal ist ja. Ja, aber dann müssen wir hinten die Stadtweise versetzen, weil da kommen wir ja sonst nicht hin, ne? Ja, ich sag's, war ja wurscht. Dann können wir ja die Stadt, können wir dann ein bisschen weiter nach hinten setzen. Ah, das war jetzt nicht das Problem schon. Okay. Aber dass man die Stadt jetzt dann, sag ich mal, da hinten ins Gedösel setzt, das war ja dann auch kein Problem nicht. Oder wir machen es halt als Vorort dann. Geht ja. Muss man damit die S-Bahn-Gleise umkommen. Und wie gesagt, zur Not reißen wir es halt weg und machen wir es mal auf gleiche Höhe, dass wir uns da leichter tun. Das wäre jetzt auch nicht das Problem. So, jetzt bin ich jetzt bloß gerade am Überlegen.
Wie viele Gleise machen wir denn noch? Machen wir erst direkt nebeneinander, oder? Keine Straße oder sowas dazwischen. Moment, ich muss mal eben wieder reindenken. So. Die beiden rausgezogen und das, die beiden, genau, die beiden unteren mit dem kurzen, das ist ja die, die S-Bahn, ne? Die ganz unten, da, ja. Ja, genau. Fernverkehr und dann nochmal S-Bahn. Mit der Radonne gehen irgendwie dann ein paar Weichen reinziehen, wenn es wirklich ist. Ja, müssen wir auch. Jetzt müssen wir mal, jetzt müssen wir mal probieren. Jetzt warten wir mal, haben denn Speedometers Hand. Haben wir gehabt da. Aber ich glaube, da ein Güterbahnhof mit 40 da ist eigentlich recht gut, oder? Das würde ich mal so lassen. Ja, 40 ist, glaube ich, ganz entspannt. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das war natürlich beim unteren Gleis, warte mal, wie lang war denn das da? Müssen wir jetzt ab irgendeinem Einfahrtsding mal dann schauen, wenn wir mit den Weichen hinkommen, oder? Ja. Vielleicht in der ersten Zeit so 400 Meter machen und dann einen Knick machen, oder? Ja. Wie gesagt, ich würde auch sagen, dass wir die ersten auch schon von hinten, nachdem wir runtergekommen sind, von oben, schon die ersten, so wie ich die Tage gesagt habe, ne? Dass wir die ersten schon mit einnehmen. Nach dem, genau. So ungefähr dann. Ja, so ungefähr. Dass wir da schon die ersten mitnehmen. Also dass der Güterbahnhof da eher beginnt von der Seite. Dann können wir uns ja nur einen Spaß machen. Nee, nee, du musst schon hinter der, würde ich sagen. Mats, hinter der Weichen. Ja, du hast ja da, genau, du hast ja da die Überleitung schon gelegt. Genau. Müssen wir nicht doppelt machen. Man kann ja sogar dann da vorne vielleicht mal so, weißt du, damit man da dann auch nochmal rüber wechseln kann. Das würde ich sagen, lass uns erstmal gucken, wenn wir die erste Hafer fertig haben. Wolltest du jetzt wirklich jedes Gleis anschließen? Geh doch herum, meinst du, da unten? Von der Hafer meine ich. Geh doch? Ja. Wirklich jedes würde ich aber nicht machen. Sondern? Ja, das würde ich jetzt vielleicht machen. Das erste, die ersten zwei und dann immer einzeln. Also eins wieder dazwischen freilassen. Ja, wo müssen die Wagenmeister ja auch mal laufen können? Die geht ja eh nicht. So. Die zwei ausschließen, meinst du? Ja. Ich lässt da eins frei. So um dann, oder? Ja, freilassen. Nee, ich würde das freilassen, das kommt hinterher raus. Irgendwo müssen noch die Wagenmeister laufen, oder? Achso, du meinst rausreißen dann? Hinterher, ja, genau. Ah. Ist jetzt nur erstmal wegen dem Abstand. Weil sonst irgendwann klappt das sowieso nicht mehr schön. Ja, man könnte da mal sonst dann da oben reinzimmern. Ja, sonst wird das drunter wahrscheinlich auch nicht, oder? Jetzt ziehen wir das dann nach unten. Ah, die geht noch. Oder wird es also wahr? Ja, müsste noch gehen.
Ich glaube, ja, muss aber erst ein Stückchen. Muss erst ein mal Stück bisschen, der zieht sich rum. Genau. Muss erst ein Stück gerade noch ziehen. Bis, genau, bis zum Dings. Schaut's besser aus, oder? Das schaut besser aus, ja. Und das ziehen wir gerade. Was können wir denn da hier? So, oder? Ja. Ja. Na, dann gehen die Leute immer vom gleichen Gleis weg. Ja, nee, das passt schon. Jetzt haben wir da noch zwei Herling. Und reißen wir das eine dazwischen wieder raus dann. Ah ja. Das machen wir nicht. Jetzt machen wir das gerade mal. Und noch ein Stück gerade und dann. Vielleicht geht das da oben auf. Macht, ah, stimmt schon. Muss noch ein bisschen gerade ziehen, noch, gell? Genau, erst ein Stückchen gerade noch ziehen, soweit es geht. Und dann drüber damit. Den vielleicht ein bisschen länger sogar. Wie geht das gerade Stück, meinst du? Nee, ich meinte den unteren. Den unteren musst du länger, kannst du schon länger ziehen. Na, jetzt halt, warte mal. Wenn man weg hat, dann knickt er nicht. Ja, dann knickt, genau. Das sieht nicht schön aus. Nö, zieh erstmal unten das gleiche ein bisschen gerade, dann bleibt der oben auch gerade. Stimmt das da hier vorne noch? Schau. Ich snap it nicht, warte mal. So weit wie es geht. Ja. Ah, ich glaube, das ist schon zu weit, weil da setzt er schon die bis zu weit. Ah, das setzt ja schon die in Oberleitungsmast schon in der Kurve aufs Gleis. Snappt immer oben mal und unten mal, also. Ah ja, das muss unten ansnappen. So? Naja, so weit und jetzt so weit ziehen, dass es gerade geht. So, ja, so sieht das schon gut aus. So, die Frage war, geht dann noch. Jetzt kommst du aber hinten nicht mehr hin, ne? Mit einer. Eine Überleitstelle kommst du nicht mehr hin. Oder haben wir da schon eine drin? Nee. Nur von oben nach unten. Ja, aber nicht von unten nach oben, ne? Aber nicht von unten nach oben, ne. Aber da wird's immer. Da wird's hier reingehen. Ja, aber das finde ich so nicht schön. Das ist so nicht passend. Wir müssten eigentlich hinten. Wir müssten eigentlich ab da, wo die für die S-Bahn rausgeht. Da müssten wir eigentlich rüberkommen. Da kriegst du aber keine mehr rein. Nee, da kriegen wir keine mehr rein. Die müssen wir ja da mit. Nee, da kriegen wir keine mehr rein. Die eine muss ja da bleiben. Sonst kommen wir mit der S-Bahn nicht rüber. Nee, und X-Falten bin ich auch kein Fan von.
Aber dann kommt man nicht von jedem Gleis auf jedes Gleis, das ist ja auch mal wurscht. Das muss man nur berechnen, dass halt das dann zum Beispiel die Ausfahrten halt in die Richtung sind. Dann gehen wir da noch. Kann man da hinten dann ein kleines Lokschüppchen oder sowas hinmachen. Am Snaps das du da oben nicht, ey. Dreh mal. Was ist da nicht? Ja, was ist da nicht fein? Wobei die wollten wir sowieso ausreißen, weil das die Ding dann wird. Ja. Der Weg durch. Ja, das macht ja nichts, den kann man ja dann von da vorne ausziehen, das Gleis irgendwo mal. Kann ja da hinten halt den Lokschuppen hinbauen. So, jetzt schauen wir mal. Von da vorne weg, wo jetzt die anderen zwei liegen. Gehen wir da weg da oben. Jetzt 230 Meter. Hm? Ziehen wir es noch ein bisschen länger? Oder machen wir da die Kurve rüber? Ich würde sagen, wir ziehen jetzt so langsam die Kurve da rein. Ne? Was nehmen wir denn für einen beliebten Winkel? Ein Grad, ha? Finster? Hm? Finster? Ist zu schräg. Oh. 14? 16, was? 16? 14 geht auch, ja. Oder 15. Wir haben noch 15 Grad letztes Mal gehabt, das war immer ganz gut. So, das haben wir. Gucken wir mal. Jetzt hängen wir da mal ein Stück gerade drauf. Und wie das snappt, ne? Ne, das ist krumm. Der hat nicht gesnappt, ja. Das ist jetzt wieder recht. Jetzt haben wir 100 Meter und fährt. Na, Schnucki. Kommst du in Real auch nicht auf jedes Gleis? Zum Beispiel, wäre zum Beispiel Hannover Hauptbahnhof, BFT Personenbahn von Gleis 14, kommst du nicht auf die S-Bahn? Ja, müssen wir ja auch nicht. Bad Spencer, wunderschönen guten Abend. So, jetzt. Schaut also knickig aus, oder? Ah, sieht knickig aus. Hä? Das gefällt mir nicht, ist so knickig. Das ist knickig, gell? Ja, ist knickig. Wir machen weniger. Knickig? 12 oder 13. Nicht so knickig. Das Wort ist zum Sonntag, knickig. Nummer 12 Grad. 12, ja. Ich will hier 12 Grad haben. Ja, 12 Grad finde ich auch gut. Ist besser als 30. Ja, 12 Grad ist schon wieder gefährlich, weil da hat es meine Frau schon wieder eine. Das ist. Schaut es besser aus. Was hast du jetzt? 430 Meter ungefähr, ne? Komplette 230, Länge? 400. Für die Abstellung jetzt. 490 Meter. Ja, gut, ne? Ja, guck mal. Ein bisschen was drauf, oder?
haben wir nochmal 100 Meter dran. Genau. Warst du eingerastet? Ja, habe ich. Okay, gut. Ich glaube, wir ziehen nämlich hinten nochmal was ab, also Richtung Bahnhof. Hallo Kakashi. Aha, das Popöchen habe ich die Erde. Du meinst da vorne oder was? Ne, da wo wir gerade gebastelt haben. Genau, von dem unteren Gleis, dass wir früher reingehen auf die Strecke, dass wir da hinten noch die Überleitung machen können. Weil ohne Überleitung gefällt mir das nicht. Nicht die Überleitung von der S-Bahn, die Überleitung von der Güterstrecke. Ja, ja, da. Können wir sie ja vielleicht einmal anders machen? Genau, ich glaube, wir gehen mit dem Äußeren du rein. Da auf alle Fälle Überleitung drin haben, so, oder? Ja, die müssen wir auf jeden Fall haben, genau. So. Und dann gehen wir einfach mit dem unteren Gleis da rein. Genau. So habe ich mir das nämlich jetzt ungefähr auch gedacht. Wo ich das wahrscheinlich noch anders gemacht hätte. Ich wäre wahrscheinlich erst das, aber ist egal. Das ist ja Jacke wie Dose. Nee, ist gut. Alles gut. Komm über da hin. Ich gucke immer nur wegen diesen blöden Weichenkästen. Weil das geht mir immer so auf den Sack, wenn die da drin sind. Deshalb finde ich das schön bei Manuel, bei dem Gleisset, dass du die auch einzeln setzen kannst. Je nachdem, welche Gleise du auswählst. Ja, müssen wir es ein bisschen weniger weit ziehen, damit es dann in dem Ding drin liegt. Richtig, genau. Ja, aber Manuel hat auch bei seinen Gleisen Gleise drin, aber die haben natürlich da nichts. Da muss natürlich auch die Oberleitung alles selber setzen. Ne? Also die. Das werden wir mal irgendwann an der Bahnhof anmachen, auf alle Fälle mal. Das möchte ich auch mal tun, ja. Ja. Aber ich sage mal, haben wir ja nur. Genau, das machen wir dann bei der anderen Strecke, die mir so gut gefallen hat. Genau. Die mir die Tage gezeigt hat. Genau. Das schnappt wieder nicht an, was ist mit dir los? Jetzt müssen wir in einem Stück durch. Sollen wir alle rüberziehen? Ja, ich würde nicht, möchte nicht alle hinterher gleich haben, weißt du? Also schon gleich, aber nicht alle durch haben. Du meinst wegen die Wege dazwischen. Ja, genau. Du kannst jetzt erstmal ziehen und dann müssen wir gucken, welche wir rausschmeißen. Die wo wir hinten können, die Weichen nicht drauf. Ja. Also das gefällt mir nicht, wenn er da so komisch zieht. Wenn er nicht richtig snappt. Weil dadurch hast du auch gleich die Masten alle irgendwie blöd da stehen. Meistens. Schauen wir mal. Ah, noch hat er sich ja gefangen. Noch geht's. Ja, gut, noch geht's. Jetzt ziehen wir es einfach mal alle rüber. Genau, zieh erstmal alle rüber und dann sehen wir ja, welche wir nicht brauchen, wo wir noch Weichen zwischen müssen. Wir müssen ja eh noch die Spitzgehren reinsetzen und hast genau. Du nicht gesehen. Brandi für Stuttgart 21 so lang, es geht alles einfach. Klick, klack, fertig. Genau. Das ist gesagt, ja schon so die zwei will man dann raus tun. Auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall. Machen wir es gleich raus oder warten wir noch? Ja, nimmst du gleich raus. Der Seite brauchen wir nicht mehr dran, oder? Normal nicht. Dann nimm sie da weg.
Kannst du ja hinten noch drin lassen, bevor wir die. Okay. Was meinst du? Nee, schon okay. Müssen jetzt natürlich nur hinten auch gucken, dass wir auch darüber kommen. Das heißt, also du müsstest jetzt von von oben, wo der Doppelmast ist. Oben, wo der Doppelmast ist. Ah, okay, du willst jetzt von da, okay. Nein, ja, aber dort. Nee, das geht auch. Das geht auch. Das kannst du auch machen. Ja, jetzt einfach mal grob da umgezogen. Ja, genau. Das, so ähnlich hatte ich das auch vor, nur in die andere Richtung. So, und dann zumindest drei Weichen rüber. Ja, dass wir irgendwie rüberkommen. Ja, komplett brauchen wir nicht rüber. Die kennen halt dann nicht weiter, oder? Nee, wie gesagt, musst du ja nicht jedes Gleis. Aber das sind ja auch die Durchfahrtgleise, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. So, mehr würde ich schon nicht reinmachen. Nee. Können wir überall hier? Ja, da kommen wir hin. Da zieht er mit einem Gleis durch. Genau, der Rest geht halt einfach nur durch. Fertig. Da müssen wir schauen, wie gesagt, das sind mal so zwei, drei Linien von oben. Eine von links, eine von rechts und dann unten auch mit Güterzügen in beide Richtungen. Lässt dann einmal abstellen oder so. Da kannst du dann die oberen zwei mit etwas auffüllen oder da dazwischen dann und fertig. Das richtig. Passt schon so, würde ich sagen. Richtig. Das eine, was mir nicht gefällt, sind die Masken. Also, ganz ehrlich. Da hat sich das Spiel wieder alles gegeben. Wenn ich mir die Mastabstände da angucke. Obwohl das jetzt alles die gleichen Gleise sind mit den gleichen Mastabständen. Ja. Ja, das gibt sich das Spiel. Also. Aber gesagt, für den ersten, da das jetzt einfach mal so lassen, wir werden dann mit Sicherheit einmal so nochmal mal kleine Abstellungen bauen, da schmeißen wir es dann einmal aus und setzen wir mal selber. Das machen wir auch. Ich würde ja ein paar hinterher sowieso ohne Oberleitung machen, für Schüttgut oder sowas. Ja. Oder wo Container oder sowas, Containerbahnhof setzen oder so. Ja gut, den kann man dann da außen noch irgendwo hersetzen. Ja. Wie groß ist denn, aber den habe ich nicht drin. Achso, nee, ich hatte eigentlich gedacht, das können wir ja auch selber ansetzen. Ja, oder so. Ja. Obwohl der natürlich schön ist da von Kanji, ne? Ganz ohne Zweifel. Haben wir dann ein bisschen Action auch oder sowas? Ja, genau, der bietet natürlich auch Action. Da durchfahren und aber den würde ich gerne an einer anderen Stelle bauen, weil dann bauen wir den versetzt gegenüber. Das können wir woanders machen, ja, genau. Da kann man wirklich dann einfach mal so, die müssen halt eh haben, diese konvertierten großen Kräne haben. Dann bauen wir einfach da oben noch zwei oder drei Gleise hier mit ohne Leitung, ohne Oberleitung und fertig. Ja, obwohl wir jetzt nicht da oben die drei schon nehmen können, ne?
Die drei Gleise, die du da oben hast, die könnten wir natürlich problemlos schon nehmen, ne? Du brauchst du nie extra noch Gleise legen. Aber dann müssen wir beim nächsten Mal dann nochmal den Kran noch reinmachen. Mhm. Ja, Schiebermaschinen Ding dann nehmen schon haben, gell? Ja. Und dann oben schon wieder eine Straße daneben legen und fertig. Das klingt schon mal gut. So, jetzt müssen wir dann nur wieder die Gleise da hinten zusammenfriemeln. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, welche beiden du als Durchfahrtsgleise nimmst. Die von oben gekommen sind oder die von unten gekommen sind. Ich würde sagen, die von oben gekommen sind, weil die unten hast du ja jetzt so schön, weil oben hast du auch mehr Gleise. Von den fünf, die unteren zwei, oder? Genau, davon sind das die untersten zwei. Die nehmen wir als Durchfahrtsgleise, oder? Ja, aber da kommst du von neben, kommst du hin und wieder raus. Ja, genau. Ja, korrekt, die nehmen wir. Die nehmen wir als Durchfahrtsgleise. Die kannst du schon mal ein bisschen weiter rausziehen oder so. Ja, gehen wir gerade weiter raus und dann, oder wollen wir da auch wieder so leichte Schlenker machen? Also das waren jetzt immer die zwei, du. Ja. Ups, Alter. Heute kriege ich mal keine Eiswerbung. Ja, wir können aber einen Knick machen weiter nach links wieder dann ab die 100 Meter, oder? Ja, je nachdem wie du wieder rauskommst mit den jetzt wieder fädelst, ne? Ja, ich hab gerade Güterschubser. Irgendwas mit Doggy Style. Kenne ich jetzt zwar irgendwie anders, aber. Das ist Kinder. Das ist tatsächlich ein Film. Ab 31. August nur im Kino. So, ich bin wieder da. Oh, das war nochmal so Knick rüber da. Ja, bei mir war es auch. Auf einmal ganz komisch weg. Wo ist die Werbung? Mittendrin, auf einmal war sie weg. Aber ich hatte ja schon zwei Stück gesehen. Also mit der Zeug. Da ist noch ein kleiner Hubbel drin. Zuerst der GEMA sucht die. So, und die anderen Hauptgleise haben ja die zwei. Ja. Genau. Wollen wir die hinterher rüberziehen, dass wir auf der anderen Seite vom Güterbahnhof kommen? Ja, ne? Wäre doch interessant, oder? Ja, die müssen wir jetzt irgendwie auch da in dem Knick vorbeilegen, oder? Oder ziehen wir die gerade und dann da rum? Ne, ich sag jetzt gerade, wollen wir die rüberlegen über die Gütergleise? Sieht doch bestimmt schick aus, die Ferngleise. Du meinst komplett oben drüber? Ja, ja. Als Überwerfung oben rüber, dass wir auf eine andere Seite kommen. Wo machen wir es denn? Ja, wenn dann da hinten, oder nach der Ausfädelung oder Einfädelung. Frederik Garcia, hello. Hello. Warte mal, dann ziehe ich jetzt da nochmal 100 Meter Vierer. Ja, von dem kommen ja dann die in. Die Überwerfung von Dings hast du doch drauf, oder? Von Enzo? Enzo? Wo Enzo ist die drin? Hat? Ja, die hast du doch bestimmt mitgeladen, oder? Ich hab noch nicht alles drin, also. Also ich gehe mal davon aus, dass du die drin hast.
Mit der Schienen, 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 Schienen. Ja, da gibt es so viele Schienen, Schienen, Schienen. Das nee, nee, Schienen, Schienenbau. Achso, du meinst direkt da? Direkt unten bei der Schiene, ja. So, jetzt unter Gleiskonstruktion ist das, glaube ich, ne? Den meinst? Warte, ich hab der gewisse Versatz. Ja, da hast du ihn doch. Ja, guck mal. Boah, das zuckelt wieder. Ja, die müssen wir natürlich dann dementsprechend lang und anpassen, ne? Und die HO-Bridge hast du ja auch drin. Also, das könnte schön was werden. Die was habe ich auch drinnen? Die HO-Bridge. Ich habe das schon gesehen, alles gut. Genau, Frage nur was Leichteres, Tom. Das heißt, lassen wir es da und machen wir es da in dem geraden Stück, oder? Wir machen das hinterher in dem geraden Stück, ja, ja. Aber wir müssen jetzt, wir müssen die ja hinterher noch verlängern und drehen und hast du nicht gesehen. Du musst jetzt erstmal gucken, dass du da jetzt erstmal drauf kommst. Jetzt warte mal, die Kurven kriege ich ja dann noch alle eine, gell? Geschickten, hoppala. Da wolltest du die hinpacken? Nee, da kommen wir nicht hin. Maverick. Was meinst du? Also da hättest du den Dings nicht hingemachen können, also. Schon gut. Nein, nein, nein. Ich wollte was anderes. Ah, okay. Aber ich kann ja die da kratzen, oder? Die können wir mal so weit vierzehn, wie es geht. Wir da dann wieder einfädeln vorne, oder? Genau, genau, genau. Und die anderen fädelst aber jetzt alle auf die Strecke ein, bitte. Auf die untere? Ja. Auf die untere alle einfädeln. Kann man ein bisschen vierer gehen, oder? Genau, dann snappt es mal wieder aus. Und jetzt versuch mal von der schrägen hochzuziehen. Und da vorne? Von der schrägen unten, die du jetzt gerade gezogen hast, versuch da mal hochzuziehen. Dass er keinen Knick drin macht. Nennst du so? Ja, so ungefähr. Wenn er keinen Knick gemacht hat, ist gut. Und so müssen wir jetzt bis oben hinkommen. Das schaut gerade aus. Okay. Dann macht er einen Knick, siehst du? Deshalb mache ich gerne in einem durch. Genau, 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 genau. Guck mal, das geht doch. Gehst du aus, gell? Da sagt er immer, das geht nicht. Ja. Wenn sie passt, wird es passend gemacht. Darüber war das immer. Korrekt. Ja, klar. Unten müssen wir natürlich wieder eine Überleitung bauen hinterher. Kein Problem. Warte mal. Dann schaut es aber zu. Zugleich aus. Warte mal, wenn wir jetzt von da. Nee, das ist. Nee, jetzt einmal mal auf der Geraden probiert, da raus, das rauszuziehen. Aber dann kriegen wir ja, da auch wieder keine eine. Was? Versuch doch mal. Sieht doch gut aus. Und Überleitungen dann da hinten einbauen. Genau. Und dann von oben, ja, natürlich da die Überleitung einsetzen. So, die oberen drei jetzt natürlich ganz klar. Ja.
So machen, oder? Mhm. Ein bisschen weiter. Ein bisschen gerade noch. Ah, warte mal, da müssen wir den oberen vielleicht noch ein bisschen aussitzen. So. Mhm. Ja, so sieht doch schon fast nett aus. Nee, das hätte ich nicht gemacht. Jetzt können wir den von da machen. Ja. Was macht er denn so kacke da wieder? Müssen wir auch wieder gritten, oder? Ja, wenn er dann zu lang zieht, das sind keine schönen Weichen. Gehst du wohl? Wie man einfach muss. Kann man das so lassen? Frag den Chat. Ich halte mich da mal raus. Nein, geht ja gar nicht anders. Was wolltest du denn sonst machen? Kommst du doch nicht hin. Unten kriegst du nicht rein. In dem Stück hier noch. Und so. No. Na, jetzt passt du weiter, also. Ja. Wenn es nicht passt, wird es außer Betrieb genommen. Genau, abgebaut. Ja, wirst du mal, da kommt eine Hannes SH2 Tafeln. Genau, wir machen einfach Schutz halt hin, genau. Ja, korrekt. Dann kommt erst zwei Tafeleine, oder? Und fertig. Und eine Gleissperre, eine fertig. Die, und der Schlüssel wird weggeworfen. Aber ganz weit. So, jetzt schauen wir mal. Wie schaut es jetzt besser aus? Von unten nach oben oder von oben nach unten zuerst? Ich würde es da von unten machen. Von da, wenn du da aus der Weiche rauskommst, dass du direkt da einen kurzen Weg hast. Nee, wenigstens einmal einen kurzen Weg hast, oder? Nee. So kommen wir nicht rüber von dem anderen Gleis. Das bringt nichts. Du musst von da rüber. Von unten rüber. Unten anfangen. Genau. Von da nach oben. Und dann noch mal Gegenrichtung, oder? Ja, richtig, genau. 12. Mach deine 12 Meter, die hast du immer gehabt. Wieder zwei, ja, haben wir eigentlich Kopf, gell? Das waren 11. Das ist, glaube ich. Ich hab's genau gesehen. Ja, ja. Ich würde ja nur testen. Okay, schon klar. Schon klar. So. Ja. Überleitung haben wir auch gut. Das passt halt aber eh, glaube ich, wenn man dort die Ferngleise umziehen. Dann kann man die S-Bahn-Gleise dann in die Ferngleise wieder einmachen. Dann kann man sie in beide Richtungen ziehen dann, oder? Da kommst du nicht weg. Ja, ich würde die gleich schon irgendwie zusammenknödeln. Ne?
Mit die Ferngleise oben drüber, oder? Würde ich sagen, ja. Ja. Müssen wir schauen, ob wir jetzt da um. Machen wir den ein bisschen länger. Ne, die müssen wir gleich im Bogen ziehen, Maverick. Da kommen wir, das bringt uns so nichts, wenn wir da jetzt die müssen, weil wir müssen ja, wenn wir drüber müssen. Wenn wir da hinten drüber wollen. Ja, genau, jetzt warte mal. Jetzt ziehen wir da nochmal ein paar Meterchen raus, oder? Ja, aber nicht so viel. So, und dann brauchen wir. Machst du mal, dass wir die oberen Gleise auch in die richtige Richtung haben schon mal. Muss er also drehen. Ups, ich wollte jetzt schon selber das, genau, ich wollte schon gerade selber ziehen. Es ist schon soweit. Muss mit dem, den Radius muss er ins Minus ziehen oben. Da macht das länger. Das ist nur länger gemacht, genau. Ne, 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 ne. Genau, die müssen auf alle Fälle. Die müssen auf alle Fälle unten hier. Wir müssen oben. Ja, oben müssen wir das andersrum haben. Das kannst du auch irgendwo einstellen. Hopp. Das ist doch der Winkel, den ändert er ja nicht. Warte, ich muss jetzt selber hier ausprobieren mal mehr. Das ist ja alles so genommen sonst da. Nein, die Straßenkonstruktion. Leitkonstruktion. Mach jetzt auch nicht, ich habe den ganz gerade hier nicht geladen. Nee, ne? Doch. Jetzt stimmt er. Du musst doch den Winkel ändern, so jetzt hat. So müsste es passen. Ja. Hast du die richtigen Gleise ausgewählt? Ja, wird jetzt bloß mal schauen, was für einen Winkel das wir dann brauchen. Wenn er flach oder ein bisschen. Upsi. Alles kenne. Ich habe ja schon mal gesagt, mir ist es genauso gegangen wie immer bei der anderen Staffel. Meine Führerstand mitgefahren und unbedingt zur S-Bahn ab und dann fährst du so lange und das machst die ganze Zeit. Du drückst immer auf die Leertaste, weil du es vom Train-Simulator gewohnt bist, weil da die SIFA ist. Ja. Ich bin wirklich beim Führerstand mitfahren dann einmal. Kann man aber noch ein bisschen weiter kleiner machen den Winkel. Was für Richtung ist denn das dann? Naja. Nee. Wenn man jetzt wieder kleiner macht, dann wird es wieder. Das sollen wir jetzt 18 grob probieren. Mach mal mit 18. Hast du die Schleise richtig eingestellt, ja? Ja, jetzt warte mal, das wird jetzt noch. Was machen wir da? Würde ich auf jeden Fall nehmen. Nein, nicht die NEP2, die haben wir jetzt auch nicht geguckt. Ich weiß nicht, welche Gleise du bisher verbaut hast gerade. Und das ist ja 40er Gleise bis jetzt hauptsächlich, ne? Ja, unten haben 40er, genau, aber oben kommen wir ja schneller drüber. Später Catenary.de konkret. Genau, da muss man gucken, die konkret, dass wir die gleichen Gleise wieder nehmen.
Was ist DE konkret? Ja, guck mal, irgendwo muss DE sein. Und das nicht die Beton? Genau, guck mal, wenn wir da 160er haben. Aber die sind, glaube ich, falsch schon beschriftet, ne? Ja, aber das sind schon die, das sind diese Beton, oder? Ketten 35 Meter mit 120. Genau. Oder 160. Wir nehmen 160er, aber 35. Ja, genau, die da. Also, ja, genau. Die nehmen wir. Genau, korrekt. Wenn es dann so ist, ansonsten reißt es gleich wieder ab. Kartonäre ist an. Nee, du hast gerade keine. Du hast keine Masten. Immer DE Standard, genau, 160-35. DE Standard 160. Weiter hoch. Du Hans. Ja. Haben wir da wieder Masten? Da haben wir wieder Masten. Hammer. Schön. Mast und Schottbruch. Genau, dann setzen wir. So. Jetzt mal das erste Mal. Dann geht es jetzt den zweiten gleich dahinter. Was meinst du mit nochmal? Ja, warte, nee, mach mal. Ja, du musst jetzt nochmal setzen. Dass wir den, damit wir den Winkel drin behalten. Ja, natürlich, nochmal. Nochmal direkt dahinter setzen. Den gleichen nochmal dran. Weil wir müssen mit der S-Bahn unten auch durch. Nee, unten dran. Nicht da dran. Auch der, an der schrägen unten. Genau. Da unten. Du meinst da? Warte. Genau, auf der Kante, da, genau da. Ja, da dran. So. Warte. Ja, genau. Genau so. Jetzt verstanden, was du meinst. Genau so. Da ist der Kixel. Na, Kixelchen habe ich dir. Gleich richtig begrüßt, wenn dann schon. Ja, da gehen wir jetzt unten mit der S-Bahn durch. Kannst du dich schon mal irgendwie schöner verlegen? Das braucht nochmal, wie haben wir denn da dazwischen gehabt? Da gehen wir jetzt aber da weiter weg mit. Ich glaube, da waren zwei zwischen. Dann nehmen wir jetzt 120er Gleise. Wenn ich so waren, sogar drei dazwischen, kann auch sein. Also sind 12 Grad wieder. Ja, komm. Aber das stimmt wieder nicht. Du. Ja, wir ziehen das hier ein bisschen länger. Zieh mal weiter hinten. Auf dem geraden Stück. Nee, nicht ganz so weit. Wir machen mal nur ein kurzes Stück. Machen wir nur ein kürzeres Stück. Hinten dran. Machen wir so jetzt unten, oder? Naja, mach mal nur nach anderen Seite. Dass wir eine schöne weite Kurve kriegen, eine weitere Kurve kriegen, genau. So. Ja. Guck mal. Ja, da reißen wir nochmal ein Stück von dem oberen Gleis ab. Das sieht so gleich aus. Immer die Kurve noch mal raus. Genau, da weg. Naja, da weg. Da weg und noch ein Stück von der Geraden weg. Ja, genau. Mal weg. Es dauert immer, wenn ein bisschen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Und jetzt machen wir mal schön. Dass die Kurve anders ausschaut, so. Ja, genau. Oder? Ja, das sieht schon besser aus. Jetzt guck mal, wie wir denn hinten hinkommen. Ich will mal jetzt gerade durch. Erstmal nur immer ein Gleis erstmal legen, ne? Ah, ja.
Wir ziehen mal rein. Geht doch, oder? Bei der Song, oder? Ja, das geht. Würde ich sagen. Die anderen fragen mich nicht. Gut. Okay. Ja, genau, Herr Bauernvideo, so ist es. Der braucht eine Weile, bis er schnallt. Oh Mann. Naja, dann sind wir ja. Es ist ganz einfach, Tom. Tom, bei der Community braucht man keine Feinde. Das ist das, was ich immer wieder sage. Das ist unser netter, normaler Umgangston. Aber das ist doch eigentlich schön, oder? Ja, ja. So. Gut, dann haben wir die schon mal. So. Guck mal, jetzt hast du die Gleise hast ja drin. Wir können die hinterher ändern noch, ja? Jetzt machen wir die Gleise einmal weg, bitte. Also das Gleiswerkzeug ausschalten, bitte. So. Jetzt hast du unten in der unteren Leiste, da steht HO Bridge off. Ja. Da klick mal auf die HO Bridge drauf. Kommt nix. Ne? Kommt, geht da kein Fenster auf? Nö. Hallo? Machen wir auf On. Jetzt. Jetzt gehen wir auf. Geht jetzt ein Fenster auf? Ja. So. Jetzt drehen wir runter. Müssen wir nämlich die weißen Dings brauchen wir nämlich jetzt. Die du nämlich gerade verbaut hast. Stopp. Guck mal. Genau. Oder ein tiefer. Das mit Fenster, das ist da mit Zäunen oben. Genau, ja, muss mal gucken. Ja, dann nehmen wir mit Zäunen, probieren wir mal. Hab ich? Nehmen wir aus. Gut, dann nimmst du jetzt ein Gleis. Genau, nimm das, was du hast. Und jetzt gehst du aber von oben, von der, wo wir gerade gebaut haben. Ja, oder die 100, 160, 50 kannst du ja nehmen. 160, 35 so. So, von da gehst du jetzt mal und schließ mal ein Gleis nur runter. Da kommt aber nichts. Ne, das wirst du gleich sehen. Bau mal, ist ja egal. Wie weit? Bau erstmal. Ja, so dass wir ein bisschen rumkommen. Ja, meinst du gerade oder möchtest du gleich wieder? Ja, ich sehe das ja jetzt nicht alles, ne? Ich sehe ja nicht, wo wir da hinten sind. Wo jetzt unser Gleis kommt, das genau. Oh, guck mal, das ist ein ganzes Stück bis da hinten hin. Ja, dann ziehen wir ruhig. Dass wir nicht so ein großes Gefälle haben, ne? Genau, der Bogen ist schon gut. Der Bogen ist gut, aber das gefällt mir noch nicht. Also das. Machen wir 500 Meter lang da. Jawohl. Die sind auch mal ansagen, mit denen kann was. Ja, 500 Meter ist was, ne? Ja, mach mal. Einfach mal rup. Ein bisschen drunter ist das. So? Ja, mach mal. Bau mal. Wusch. Gucken, wie das da aussieht. Das ist nichts. Das müsste dann nämlich eigentlich, wie ist nichts? Hast du die Brücke ausgewählt oder nicht? Freilitsch? Der hat sie nicht gemacht. Dreh mal um. Herrgott, Margot. Warte mal, dann damals nochmal weg. Hast du draufgeklickt auf die, ne? Naja. Da draufgeklickt. Das ist doch ausgewählt jetzt. Sir. Ja, gut, wenn er ausgewählt ist, ist gut. Gut, dann mach nochmal. Dann bau. Nochmal.
Baut er aber nicht. Wie baut er nicht? Los, wieder leere. Gehen wir das zweite Gleis daneben einfach. Nur ein Stückchen, ist egal. Brauchst nicht ganz sehen. Hat das jetzt? Ne, auch nicht. Nö. Warum nicht? Ist doch ausgewählt. Das funktioniert bei mir. Das funktioniert bei mir auch nur manchmal. Okay, bei mir funktioniert das eigentlich immer. Ich habe es ja jetzt gerade hier auch ausprobiert, weil ich ja bei mir sofort gelaufen. Machen wir die Brückenhöhen da alles auf 0000000. Warte mal, jetzt reißen wir den Charakter nochmal weg. Ausgewählt. Schiene. Schiene hast du, machen wir da alles auf 0. Hab ich? Gut. 500 Meter. Das sieht schon wieder nicht so aus, als wenn er das machen würde. Müsste man das schon sehen? Ja. Und wenn ich es jetzt da auswähle? Jetzt geh mal auf die Brücke drauf. Dann. Normalerweise müsst ihr die da schon. Die müsst, normalerweise macht er die alleine. Kann er die jetzt da nehmen, oder? Ja, mach nochmal an. Trotzdem. Mach mal. Jetzt aber normalerweise macht er die automatisch mit. Also. Ich glaube, ja, das ist egal. Ich glaube, es ist ja. Mach mal, jetzt bau mal. So, wie sieht es jetzt aus? Oder mal weiternehmen, oder bin ich weiternehmen, oder? Ja, wir werden hinterher, ja, wir kommen hinterher anders. Ja, es ist nicht so schlimm. Ist alles gut, alles gut, alles gut. Mach mal den guten HO-Bridge wieder aus. Nicht vergessen. Weil sonst macht er dir die überall dran, die Dinger. Geh noch mal zurück, bitte. Auf unsere. Was meinst du mit zurück? Auf unsere Brücke da, die wir gerade gebaut haben. Unser Überwerfungsbauwerk. Weil ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter rüber noch, oder? Ich glaube, weiß das nochmal ab. Wir müssen ein bisschen weiter rüber. Du musst Überwerfungsbauwerk erst nochmal wegmachen. Nee. Nur die Brücke, die wir gerade gemacht haben. Genau, weiß die nochmal ab. Dann müssen wir den Bogen ein bisschen, dass wir näher rankommen ans obere Gleis. Und nochmal bauen. Was, bitte. Aber gut, mit dem Ding kann man vielleicht vorher dann auch nochmal ausfädeln. Jemand mal mit den Fernverkehrsgleise dann vielleicht auch einmal auf die S-Bahn-Gleise kommen, dass man in die andere Richtung auch einmal mit Fernverkehr weg könnte. Ja, das genau. Da musst du dann aber ausfädeln. Dann fädel erstmal. Mach du erstmal. Manchmal so zum Mäuse melken. Genau. Ja, mit mir ist, weiß ich schon. So. Auch Mäuse müssen mal gemolken werden. Was sind denn jetzt da schon anfangen mit einer? Ja. Jetzt warte mal, wir müssen ja theoretisch dann irgendwo da unten daneben vorbei. Warte mal. Wobei, da gehen wir ja da oben eine. Dann fahren wir jetzt mit die S-Bahn-Gleise unten durch. Dann müssen wir da mit dem Fernverkehr bloß schauen, ob wir da drauf kommen und nochmal weg. Genau. Die S-Bahn-Gleise in die Fernverkehrsgleise dann einfädeln, damit wir mit den linken S-Bahn-Gleisen übers Überwerfungsbauwerk kommen, oder? Richtig, genau.
wir kommen jetzt zum Schienen. Oh. Am Berg kleben oder baut Unfälle. Okay. Halt. Ist der so schön und schneller sei da. Jetzt die 130 Meter. Jetzt da so annähern. Und du wirst wahrscheinlich jetzt knapp auf das andere Gleis hier, oder? Ist ja egal. Guck mal, wie du wieder gut hinkommst. Aber dann haben wir nur weiter oben, das ist ja noch unser. Ach, das ist denn wieder. Ne, oh, das schaut ja blöd aus. Lass uns mal von hinten gucken, vom Bahnhof aus, wie wir da rausgegangen sind. Das Problem ist, wenn du jetzt da weiterlegst, dann wirst du die Kurven wieder größer, damit du auf die Dinge aufkommst. Ja, ja, ich weiß. Einmal, wenn jetzt hergehe. Jetzt nur mal so einen Versuch. Ich weiß nicht, wie das ausschaut dann. Aber dann haben wir ja wieder zwei drauf. Die Frage ist nur, magst du es doppelgleisig, aber es war am Schienen, gell? Oder? Also, nee, ich würde das nicht machen. Also, ich würde vielleicht ein drittes Gleis mit einlegen bei den Ferngleisen. Dass diejenigen, die rüber wollen, das schon vorher ausfädeln können. Und einfädeln. Vielleicht auf dem geraden Stück da, hä? Ja, genau. Dass wir da hinten aus der Kurve kommen. So. Genau, und dann hinten aus der Kurve kommen, da das dritte Gleis rausziehen. Nur weiter vorne, oder? Ja, ja, genau. Aus dem Bahnhof und dann ausziehen, genau. Irgendwo da rausziehen. Oder irgendwo da rein. Denk dran, dass wir hinten auch wieder Dings macht, dass wir rüberkommen. Wird das so machen? Nee. Nein, nicht. Auf keinen Fall, auf keinen Fall mit einer X-Weiche. Das heißt, du mich jetzt erst da mit einer Schatzimausi. So. Ja, aber andere Richtung brauchst du auch. Warum hier noch ein Gleis? Was? Und jetzt da raus, hätte ich gemeint. Ja. So, oder? Ja, aber nicht so krass. Die obere meinst. Ja. Das wollen sie weicher haben. Ich möchte das gerne weicher haben, genau. Die weiche ein weicher. Schön zart. Ist die weiche weich raus. Genug? Ja, das sieht mir schon besser aus. Zwar immer noch knickig. Das, ja, da haben sie recht, das ist knickig. Mir gefällt das Wort schon wieder.
Wie können wir denn da? Jetzt ist unknickig. Jetzt sieht's gut aus. Das sieht auf jeden Fall besser aus, ja. Es sieht gut aus. Gesagt, ich wäre gerade rausgegangen. Ich hätte das obere Gleis jetzt erstmal weggemacht. Und wäre schön gerade rausgegangen. Aus der Kurve. Und dann hinterher. Wie meinst? Gott, Dönner mehr. Nee. Knigge? Nein. So. Das, deshalb benutze ich so gerne Kurven, weil dann kann man so schön die Weichen rausziehen. Und man in der Kurve die Weiche rausziehen. Genau. Schön aus der Kurve die Weiche raus. Und auch schön rein. Dann war es ja so in der Kurve dazu. Genau, die ziehst du jetzt auch gerade schön, bis du da drauf kommst. So. Nein, das ist doch nicht schön. Zieh doch mal gerade. Gerade, schön gerade drauf. Ja, weiter. Weiter mag er nicht. Ach, doch, er mag. Da will er nicht. Da musst du anders rumziehen. Geh weg. Zieh von der anderen Seite. Du siehst ja jetzt, wo du bist. Mal da, wo du jetzt da dein Prellbock hast. Von da fangen wir an und zieh mal da hoch. So, von da, wo der Prellbock ist, noch ein bisschen weiter. Das passt noch nicht. Dreh mal ein bisschen. Ach, ich kann das, wenn ich das so nicht sehen kann. Ob das unten gerade ist, das ist nämlich noch nicht gerade, oder? Na, jetzt mal einmal, dass ich über die Schiene gucken kann. Sieht das gerade aus, ja, ne? Würde ich sagen. Dann bau. Dann darfst du das so bauen. Ja, guck mal. Ja? So. Jetzt haben wir das da schon mal. Wieso, wenn du mir täglich Ding sprichst, weil wir waren in einem schlechten Zustand. So. Jetzt haben wir das jetzt hinten auch gerade. Zum Bahnhof hin. Nee, das ziehen wir auch nochmal. Da reißt oben das Stück hier nochmal weg. Da ist, gefällt mir noch nicht. Oben das Gleis nochmal weg da. Da nicht abreißen. Nein. Nee. Oben das dritte Gleis nochmal weg da. Das ist doch. Ein Stückchen weg. Nee, Moment, ich muss wieder die abwarten. Genau, das nochmal ein Stückchen weg. Und dann geht's mal schön, dass wir auch da gerade rauskommen. Aus der Kurve und dann schön gerade da rein. Macht doch auch einen schönen Knick, ja? Ja, das macht keinen Knick. Nein, es geht schon flüssig. Entschuldigung. Die Kurve flutschig. Ist schön geschwungen. Genau, so soll es ja sein. Das, als wenn das schön aus der Kurve kommt und direkt genau, weitergeht. So ist doch schön. Ja, genau. Siehst du, so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Du lernst dazu. Ja. Alter Mann lernt. So. Gleisbogen, genau. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hinterher auch schön da reinkommen, geschmeidig. Na, zieh mal von oben ab, runter. Einfach mal machen. Von der Brücke meinst du wieder, oder? Ja, genau. Immer einfach mal gucken, was er macht. Wie das ausschaut. Wenn er jetzt direkt bis anschließt. Achso, du meinst direkt drauf. Direkt drauf, ja. Direkt drauf aufs Gleis. Mal gucken, wie es aussieht. Mit. So. Genau. Ich glaube, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, oder? Ist auch eine schön geschwungene Kurve. Ja, das lassen wir so. Würde ich sagen. Muss man dann vorher nur mit S-Bahn-Gleis irgendwo noch rein, oder? Bauen wir einfach mal zwei daneben. Hallöle. Warte erstmal. Ja. Bevor du das zweite Gleis legst. Geh nochmal bis hinten hin, da wo jetzt die Brücke aufhört.
wo unsere Kurve da anfängt. Genau. Und wir nehmen mal wieder unser Werkzeug aus den Assets. Ja. Fangen wieder oben an, ne, den ersten Marker zu setzen. Und den Endmarker. Den setzt du jetzt ungefähr da, wo der Prellbock ist. Weiter. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen weiter Richtung Bahnhof. Ja. Gucken, wo er den jetzt hinsetzt. Jetzt muss man mal klicken, damit der Pfeil in die andere Richtung geht, oder? Ja, genau. So. Ja. Und jetzt mach noch mal, lass ihn noch mal bearbeiten, das Ganze. Also auf die Steigung klicken und aufs Gleis, genau. Ja, gut. Sehr gut. Jetzt kannst du dein zweites Gleis daneben legen. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen Chat lesen. Komm gar nicht nach hier. Die sind so fest, fleißig am Schreiben heute. Ja, das ist... Vielleicht hilft Tom. Da kann nichts Scheiß drinstehen. Da kann nichts Vernünftiges drinstehen. Da steht nichts Vernünftiges drin, das kann er jetzt schon tun. So, was mir jetzt aber noch nicht gefällt, ganz ehrlich, wir haben bei dem, ja, das kommt gleich, wir haben bei dem, bei den Überwerfungen haben wir oben falsche Gleise liegen. Das sind Holzgleise, wenn ich das richtig gesehen habe. Sieht auf jeden Fall so aus, oder? Oder meine ich das nur? Richtig. Ja. Oben links gibt es eine Person. Personen am Gleis? Das ist Dom. German Catenary Concrete Sleepers maximal 300. Was haben wir noch? 35 Meter mit 200, oder? Ja, kannst du schon mal nehmen. Nimm mal. Wenn er das denn macht. Tauscht oder nicht? Das weiß ich nicht. Na. Dann. Ja, dann müssen wir es abreißen. Nochmal, müssen die Dinger nochmal neu dran klatschen. Hallo Tillmann. Was denn jetzt? Du hast dir die Höhe runtergestellt. Tunnelhöhe hast du gerade runtergestellt. Ah, da ist wieder ein Ding dann drin gewesen. Dann glaube ich auf 12, ne? Ich glaube auch, ja. So, jetzt. Da wird man nur mal gucken, dass ich jetzt die richtigen. Man hat nicht die DE Standard, das ist das Problem. Ja, wir brauchen. Dann haben sie Highspeed. DE Highspeed 160, 35. Oder 200 kannst du gleich nehmen. Ne, 160, 35 musst du nehmen, weil. Genau, musst du ja nehmen, weil er die unten ja nicht ändert. Sind ja immer die gleichen Tracks, die er nimmt. Du kannst ja nicht oben und unten auswählen. Jetzt haben wir's. Ja, jetzt sieht es wenigstens besser aus.
Tillmann, servus. Ja, das ist so ein Mix. Ich muss mir jetzt mal wieder einen rein fieseln in die ganzen Dinger und. Da müssen wir so, jetzt haben wir. Ja? Jetzt haben wir ja von oben. Das geht raus. Und jetzt müssen wir aus der Kurve, wo du kommst, da musst du jetzt eine Überleitung machen von dem dritten Gleis aufs untere Ferngleis. Da, wo du gerade gezogen hast, so schön. Nein, da, wo du gerade unsere schöne Kurve gemacht hast. Da vorne? Da, wo die, genau da. Da musst du ja jetzt von dem oberen Gleis gucken, dass du da eine schöne. Na, die ist ja nicht schön. Die nehmen wir bitte die wieder raus. Die meinst du? Ja, die erstmal wieder raus. Die 12 Meter machen wir wieder raus. Ja, das ist zwar schön, die 12 Meter, aber nicht, weil wir wollen ja da schneller fahren. Also 120, 35 oder was. Habe ich das gleich gedacht, ja. Ja, aber nicht, wir machen die länger. Das war auch schön da hinkommen. Dass wir die 120 haben. Ja, genau, dass wir die 120 haben, richtig. Ja. So. Jetzt musst du zurück Richtung Bahnhof von dem dritten Gleis. Wir haben das dritte Gleis im Fernverkehr reingezogen, ja? Ja, das ist so. Genau. Aber da musst du jetzt eher oberhalb die Dings jetzt runterkriegen, dass wir auch aufs untere Gleis kommen. Was haben wir da davon? Nein. Ja, und wenn da belegt ist, wo soll der Zug denn ausweichen? Nein, du musst hinten schon, dass er hinten auch rüberkommt. In dem geraden Stück schon runter. Genau, dass er im geraden Stück nämlich oben zur Not warten kann. Wenn er ausfährt und einer kommt ihm entgegen von der S-Bahn, dann kann der Fernverkehrszug da parken. Also ungefähr vorne schon ziehen, dass wir da nochmal rüberkommen erst auf zweite Gleis und dann aufs dritte Gleis. Richtig schön rüberkommen können. Aber du meinst von da her unten, vom unteren Gleis? Ja, wir müssen von dem unteren Gleis hinterher schön. Aber so, dass ja oben auch ein langer Zug stehen kann, ne? Dann müssen wir länger ziehen. Also ich würde andersrum anfangen, vom dritten Gleis oben und dann nach unten ziehen. Du meinst so? Ja, aber viel weiter. Du musst hinten schon. Ah nein, du fängst so früh an. Du musst da ungefähr da, wo die Masten da stehen. Der da. Ja, genau, ungefähr da musst du schon anfangen rüberziehen. So. Ja, genau. So, genau. Das machst du jetzt nochmal. Damit wir da schön zwei Signale setzen können hinterher. Das heißt also, wenn. Ja, du verstehst, ne? Ja. So kann der ausfahren will hinterher und. Ja, der steht dann da oben. Auf, ne? Der steht da oben genau, auf dem dritten Gleis, wenn da einer kommt. Genau, redet. Ne? Weil wir ja nur ein Gleis haben sollen für die Fädelung. Nein, ja. Ich verliere so schnell, verliere ich die Nerven nicht. Lass uns bloß überlegen, ob wir mit die S-Bahn-Gleise da reinkommen dann, oder? Dann müssen wir mit S-Bahn-Gleise ja direkt doch vorne auch gleich rüber, oder? Dann machen wir denn die da noch eine? Ne, warum? Die können wir doch parallel legen, oder? Ziehen wir auch noch rum. Ziehen die hinterher rüber. Wo weit hinten? Weil da ist ja schon die Steigung. Ja. Aber die nicht in der Steigung.
Was? Aber nicht in der Steigung, oder? Nein, 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 ich bin am Überlegen, ob wir die nicht auch so drüber ziehen. Einzeln. Als gleichmäßige Dings. Also auch nochmal als Überwerfung. Vielleicht aber nicht so als Überwerfung, sondern vielleicht die als, dass das aussieht wie eine ältere Strecke als Brücke. Ah ja. Was hältst du davon? Das Ja, wäre, könnte aber vielleicht dass man gut werden. daneben dann nochmal so parallel eine Brücke macht. Ja, genau. Ungefähr. Gott, nein, das geht aber dem Ding nicht, oder? Kannst du jetzt einfach daneben. Warte mal. Jetzt so einfacher Naja, Gleis. Ja. Ich höre. ich will auch erstmal nur unten raus. Ja gut, du kannst das natürlich auch probieren. Was machst du unten rausziehen? Na, ist egal, mach erstmal. Zieh da mal weiter. Vergesst nicht, das weiße Zeug da wieder reinzumachen. Der hätte jetzt noch mal als Ansatz für die Strecke daneben. Ja. Du musst möchtest es gleich so haben. Ja, genau. Mach gleich. Nach unten oder gehen wir mal ein Stück gerade noch? Nee, wir bleiben gerade. Wir bleiben gerade. Wir bleiben gerade. Wir gehen dann hinterher. Das ist jetzt nur, dass wir dann den anderen rausziehen können. Weil da machen wir hinterher den Cut und machen dann Wall. Damm. Ja? Wir bleiben auf der Höhe. Ja genau, deswegen jetzt machen wir, legen wir jetzt einfach da nur wieder so ein paar Dummy-Gleisere nehmen, oder? Ja, ich bin gerade überlegen, wie viel wir denn da brauchen, damit das vernünftig aussieht. Weil das wäre ja ein ganzes Stück. Deshalb wollte ich die gar nicht so gleichmäßig rüberziehen, sondern ich wollte die Brücke eigentlich ein bisschen abdriften lassen noch. Driften lassen ist jetzt ja gut. Ja, also dass wir da ein bisschen weiter rauskommen, dass wir in der Mitte dann noch eine Abstellung machen können und sowas. Da meinst du Betriebswerkchen oder sowas? Ja, genau. Irgendwie so ein S-Bahn-Betriebswerk oder sowas. Weil das war ja so ein bisschen der Plan, deshalb habe ich das ja so ein bisschen rausgezogen, dass wir da hinterher noch Weichen einlegen können. Also die S-Bahn-Gleise, ne? Deshalb gehen die ja so ein bisschen weg da. Mal auf, zieh mal bitte. Ne, warte mal. Warte mal, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Ne, nimm mal das obere Gleis, bitte. Wenn du da was probieren willst. Jetzt sollen wir nochmal etwas gerade ziehen oder so und dann. Aber das ist zu lang, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch, das wird schon zu knickig. Das ja genau. Mir Aber gefällt es das nicht stimmt, Wort. das kannst du erstmal ziehen, weil wir können ja, wenn wir von der anderen Seite ziehen, wir können ja da wieder erst eine Weiche machen und dann nehmen wir die Weiche weg. Ist ja nicht das Problem. Genau, zeig mal bitte, möchten die dein Bahnhof sehen, den du jetzt so toll gebaut hast. Der Chat. Ja, das ist jetzt nur die Basis. Es ist nicht ein 1 zu 1 Nachbau, das ist ja nur mehr so die Vorlage, sage ich mal. Also nicht, das wird keine 1 zu 1 Umsetzung. Ungefähr, aber nicht.
So, dann halte ich schon mal ein wenig anders ab, oder? Jetzt noch können wir links auf Absteckgleise machen, dann unten das Betriebswerk oder sowas machen, oder? Ja, irgendwie so, ja. Dann ziehen wir erstmal hinten jetzt weiter raus, dass wir da die Gleise da hinten irgendwie zusammenführen können. Du meinst die aus den Ja, genau, aus dem RBF, GBF. Dann haben wir mehr Möglichkeiten, dass wir mehr sehen, wie wir überhaupt weitergehen. So, weil das waren jetzt die S-Bahn-Gleise und da gehen wir noch mit den. Ui. Ich hab mal gerade wieder den Aldi Clash Playground GG. Wird das zu lang, wenn wir jetzt da hinten dann die Weichen eine machen? Ja, Tillmann, bei mir ist das auch ein bisschen länger, ja. Ich habe letztens geguckt, 7 Jahre, wo ich das letzte Mal in Osnabrück war. Jetzt warten wir jetzt doch nochmal. Ich bin jetzt gerade, das ist zu lange zu gerade. Jetzt ein Ausziehgleis noch macht mit die. Ah, ich darf hier wieder nicht. Jetzt warte mal. Jetzt weißt du, welche Werbung ich vorhin hatte mit dem Doggy-Style, ne? Ja, weißt du? So. Ja. Denk nur dran, dass das eine Gleis noch ein bisschen weiter zieht als Ausziehgleis, ne? Ja, die können wir ja dann noch ein bisschen machen. Adblocker hilft ja, aber mein Adblocker, der macht nicht immer. Der blockiert nicht alles. Ja, du hast ja da eigentlich eh schon ganz schön Sinn zum Aussetzen. Ich hätte es jetzt dann so. Nur wenn ich Strecke da weitergehe, können wir das Ausziehgleis ja noch in irgendeiner Richtung länger ziehen. Das ist ja dann kein Problem. Ja, genau. Das ist ja jetzt nur erstmal ein Anlass. Das war jetzt nur so der Ding, dass man ungefähr weiß, wie es ausschaut, oder? Ja, genau. Ich frage mich, in welche Richtung machst du dann, machen wir dann die Brücke oder wer? Jetzt merke ich wieder, wenn wir die Dinge wieder wegreißen. Ja, genau. Ah ja, das macht er dann automatisch. Mecker, mecker, mecker. Ja, wir gehen ja sowieso ein bisschen nach oben. Wir wollen ja nicht um eine ganz flachen Karte, hätten wir so gleich flach machen können. Ja, das ist bloß damit er nicht da wieder so einen anderen Meckern anfängt. Aber wir gehen ja jetzt da schon. Wenn du jetzt da von der weißen Brücke jetzt ziehst und ziehst weiter als Damm.
Strecke jetzt weiter als Damm, damit wir die Höhe haben, auf welcher Höhe wir dann sind. Wie weit nächsten Mal? Weil ich mache erstmal 50 Meter. Na, wo ist er denn da? Oder 100 Meter ist egal. Nein, ich muss bloß immer ein bisschen warten, bis ich auf den Knubbel wieder hinkomme, wo er ist, weil er immer erst davor ist. Ah ja. Und jetzt machst du da richtig, also grün. Genau. So. Dann haben wir nämlich auch die Höhe. Genau. Du kannst das zweite Gleis daneben ziehen. Und da bleiben wir jetzt sowieso. Und jetzt können wir da ansetzen, welche Höhe wir haben. Für die Brücke. Nimmst du jetzt das Terrain-Tool? Asset, Terrain. Ach so. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Da habe ich sehr schön. Mach dann mal kleiner. Und jetzt setz mal Mitte Gleis an. Ja, und zieh mal von links nach rechts. Ruhig ein bisschen größer machen. Also du pinselst dich ja ewig. Und das schon mal schön. Ruhig bis vorne dran an das. Ja. Links und rechts vom Gleis. Uiuiuiui. Jetzt geht er gleich in die Vollen, ja. Avenger Danger. So meintest du, oder? Ja, bis vorne hin, bis vorne an das Weiße gleich dran. Wo, da können wir wieder Kurven fahren, oder? Ja, aber mach vorne bis vorne an die Brücke dran. Wie weit meinst du? Nee, du hast doch vorne noch gar nicht zu. Genau, da, jetzt darüber. Jetzt machen wir dran, bis an die Brücke dran. Da haben wir ja dran. Nee, aber da musst du doch nicht. Da, genau da, bis an die Brücke dran. Mach richtig dran da. Darfst du ruhig ein bisschen weitermachen, als so. Er da ist. Ja, genau, ruhig ein bisschen drüber, weil hinterher, wenn wir da abschrägen, wenn wir Dings da machen, die Glättung, dann zieht er sowieso wieder ein bisschen runter. Immer so Kanten drin, aber wir glätten da jetzt noch nicht. Das kommt ja gleich weg. Das kommt ja gleich wieder weg. Wir müssen ja nur gucken, jetzt, wie wir mit der Brücke hinkommen. Du verstehst? Ja, du möchtest jetzt so da daneben die Brücke hinbauen. Genau, aber im etwas anderen Winkel. Dass die hinten wieder zuläuft, dass die fast neben der Hauptstrecke läuft. Also wenn du dir jetzt vorstellst, was ich gerne möchte, dass wir genau in einem anderen Winkel rübergehen, genau. Und dass, als wenn dahinter eine leichte Kurve kommt und dann geht es nahe der Strecke vierspurig. Also einen kleinen, netten, feinen, schönen Bogen da reingezogen. Von hinten weg. Und da weg hat. Genau, von da hinten. Nee, so nicht. Was? So nicht. Wie denn dann? Mach doch mal da von dem Ferngleis, wo das aufhört. Ja. Genau, da machst du mal so 5 Meter dran. Also nicht dran, sondern als drittes Gleis, genau. Aber Richtung andere Richtung. So. Genau. So, und jetzt da einen schönen Bogen.
Von dem Weg. Gerade. Und den, genau, in Richtung, Richtung die unteren Gleise, genau. Ein schön ein Bogen, ja, genau, ja, genau, ja, ja, versteht mich. Nee, aber noch nicht drüber bauen, sondern gerade erstmal, nur gerade erstmal. Ja. Nur bis da, wo hinter die Brücke hinkommen soll. Ist das doch ungefähr. Nein, 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 du darfst noch nicht da bauen. Bis da, auf dem Grün bleiben wir noch, wir bleiben auf dem Grün noch. Wir gehen noch nicht rüber. Wir gehen mit der Brücke, gehen wir doch gerade rüber. Wir bauen noch keine Brücke in der Kurve. So. So, und gerade sind wir, ja? Ja, gut, dann bau das. Dann ist es bei 14 Grad einmal. Okay, 14 Grad. Okay. So. Perfekt, bauen. So, und jetzt bauen wir gerade die Brücke drüber. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So. Jetzt lustet eine schöne Brücke aus. Das haben wir jetzt wieder beim Thema wahrscheinlich, oder? Bitte? Das haben wir dann wieder beim Thema. Wir brauchen noch andere Brücken. Ach ja, genau. Gut, die können wir dann tauschen. Ja, da versetzt er immer nur, aber ist egal. Nimm mal die Gitterbogenbrücke, genau. Wir sind nach. Nee, das ist die hässliche. Das ist die hässliche, ja gut. Na gut, das ist die hässliche. Die ist leider. Okay, ist egal, nimm erstmal irgendeine. Auf jeden Fall so, dass die Masten auch drunter hergehen. Also drunter passen, ne? Ja, da müssen andere. Und nicht drin stehen. Da müssen andere nehmen. Weil die stehen drin, ne? Also. Wir müssen nur eine andere Brücke nehmen. Ja, die geht eine, die glaube ich war. Die ist gut. Ja, nimm die, genau, nimm die. Fertig. Schluss aus, Ende. So. Die nehmen wir, genau. So, und jetzt ziehen wir die schön runter. Einfach wieder testweise dran. Ja, genau. Mach mal testweise dran. Mach mal grüner. Sehen wir mehr. Komplett. Grün, ja, komplett grün, ja. Ja, mach. Wir machen das hinterher wieder mit unserem. Wollt ihr das gerade machen? Ja, genau, mach mal. So wie du denkst. So. Ja. Musst du das zweite Gleis aber nochmal neu schließen von da an. Weg immer, ja, genau. Weil da siehst du jetzt schon den Unterschied, den einer gemacht hat, ja. Fusch am Bau, ja nicht, ja, wir fuschen immer. Murks am Bau, kennt es jetzt immer noch nicht. Sollen wir das zweite Jahr gleich ziehen oder warten wir noch? Sieh doch. Dann zieh ich doch. So. Ja, also mir gefällt. Kannst du das schon mal ein bisschen bepulvern da, ein bisschen ja, das dieses Abflachtool da, oder wie man das sagen will. Abflachtool. Ja, Geländewerkzeug, das ein bisschen schön macht. Du meinst das Gelände glätten? Das erste, genau, das Glätten, Linksbumm, Mist. Dass das schon mal ein bisschen schöner aussieht. So. Genau, da muss ein. Ja, da muss aber noch mal dran, da zwischen den, da siehst du immer noch diese. Also diese Pfeiler drin sind. Ja. Okay, will er nicht, ne? Nee, das will er nicht besser. Und dann ziehen wir von der anderen Seite noch mal.
Und dann. Ne, von der Unterführung her, genau. Nimm noch mal ein Stückchen Gleis da, von dem Weißen weg, bitte. Und leg das neu mit. Ja. Genau, das Stückchen nehmen wir weg. Und jetzt glätten, oder? Da setzen wir Damm jetzt, ja. Wird's glätten, oder? Ja. Oder können wir da mal gleich machen, oder? Kannst du gleich machen. Setz erstmal den Damm jetzt da. Was hat man da gehabt? Da waren wir schon bei 160, gell? Da waren wir schon bei 160. 160, 35, ja. 120, ja, das reicht. Was? Auf den Dings hatten wir doch. Okay. Ja, die können wir ja updaten, wenn sie es. Jetzt kriegen wir das da auch schön geglättet. Dass das schön aussieht. Reste. Schaut's besser aus, ja. Schaut's besser aus, genau. Machen wir Steinchen jetzt noch, dann fertig. Naja. Hier gucken, da sind hier die falschen Masten dran. Alles Mittelmasten. Oh, das Bahnhofsgleise genommen, wie das aussieht. Was haben wir die ganz normale, mit denen wir jetzt immer gebaut haben? Ja, aber da hast du Mittelmasten. Was waren jetzt immer diese Catenary DE Concrete? Das kann ich mal probieren, ob ich nicht mehr austauschen kann, wie was anderes tun. Ja, genau. Das kann ich auch. Aber da drüben ist ja nichts anderes. Offstream machen. Normalerweise? Also wie gesagt, da hast du Außengleise und da hast du jetzt Mittelgleise genommen. Also das sind nicht die gleichen Gleise. Wisst du? Aber es waren ja immer die. Immer die daneben. Die grünen. Weil blau ist doch immer, nimm mal die daneben. Ah, genau, die. Das wusste ich nicht. Ja, again what learned. Ich wollte schon gerade sagen, das sind alles Dingsgleise jetzt. Das wusste ich nicht, dass ich da auf. Ah, schau her. Dann ist klar. Weil die blauen, das sind immer Bahnhofsgleise. Ah, das wusste ich nicht. Hm. Also das heißt, dann hat er die Masten in der Mitte. Ich hab's dann schon. Ist ja nicht schlimm. Jetzt hat er. Wer siehst du? Das muss ihm ja gesagt werden. Genau. Lernen tut es ja, aber sich merken kann bis zum nächsten Mal, das steht ja wieder auf einem anderen Blatt. Das kennst du mir noch. Das sieht doch mal richtig gut aus hier. Ja, dazwischen, also jetzt nicht ganz bis hinten hin. Da glätten wir natürlich auch noch schön an, ne? Schön Wäldchen oder sowas hin. Da in der aber Mitte so drin. Ja. Da in der Mitte drin einen schönen Grünstreifen, das eine mache, ja genau. Ja, aber jetzt kann man da in der Ding dann ein bisschen ausfällen und kann man da dann links noch ein ganz Betriebswerk da nach hinten bauen. Ja. Genau. Ja, man vielleicht da herum dann einmal etwas an Lokschuppen oder was einer machen. Aber die Idee mit dem Knick da drin, auf das war eine gute Idee. Ja, vielleicht ist es vielleicht noch ein bisschen zu knickig, ne, aber gut. Ja. Na, findet jetzt nicht. Findest? Naja, es ist ja auch ein bisschen, aber gut.
Aber gut, ich meine, da wird ja eh kein Highspeed gefahren oder sonst irgendwas. Na eben nicht. Ist ja nicht langsam durchzuckeln. Die Schrottschmiede aus München dahin passt, weil Schrottschmiede aus München. Schrottschmiede? Dass die B-Werk Osnabrück Hauptbahnhof Spitzname Kamerun zur Dampflokzeit liegt an der oberen Ausfahrt Richtung Bremen. Ja, da herum ist noch ein BWA. So, da kehrt der normale, da kehrt noch ein Lokschuppen her. Dann musst du da auch so einen leichten Knick wieder nach da rüben machen. Da ist ja dann auch nochmal ein BW da herunten und da oben haben wir noch Gütergleise, bevor es ja dann da eigentlich wieder auf die Hauptstrecke geht. Mhm. Das war ja so Richtung Freiberg da oben. Da war ja dann eh das andere Ding. Dann brauchst du einmal gleich da noch runter. Und ich glaube, dass sogar eine weite Kurve geht von dem oberen Bahnhof da noch rüber, also irgendwo an dem Betriebswerk vorbei, geht da ein Stück vorbei und fädelt dann da hinten, also würde da runter wieder in den Ding einfädeln. Aber das brauchen wir nicht. Aber das war vielleicht so eine Idee fürs S-Bahnwerk. Wenn man das daher macht, dann kann man mit so einem weiten Gleis dann auch nochmal auf die oberen Dinge drauf kommen. Ja. Kamerun wird das B-Werk auch heute noch genannt. Warum Kamerun? Warum heißt der Betriebswerk Kamerun? Das ist ja auch lustig. Ja, das ist aus Dampflokzeit, wer weiß, das ist Kolonialzeit gewesen, also. Möchte ich jetzt nicht wissen. Nicht? Nicht. Was ist das wieder für... Ich muss das googeln. Ich glaube, das ist nichts für Twitch. Ja, dann googeln wir so eine Olle. Genau. Jetzt müssen wir halt Frankenberg am Abfahren und legen wir es halt. Legen wir Frankenberg halt dann ein bisschen tiefer, wenn es ist. Naja, welche Höhe hattest du denn jetzt? Auf dem. Mit dem Ferngleis. Also da oben haben wir bei 86 Meter. Was haben wir da? 8 Meter? 86 Meter. Da. 86. Das Plateau, das wir gezeichnet haben, liegt auf 86 Meter. Okay, und Frankenberg da, dieses Städtchen, das liegt da auf bestimmt 40 Meter höher, oder? 114. Mal gucken, habe ich ja gut geschätzt. Naja, sagen wir so, das lag dann einmal auf 114 Meter. Also wenn das da nichts mit zu tun hat, dann ist okay. Dann schreib es doch mal bitte, dann brauche ich nicht goggeln. Ach so. Ja, hat du musst ja in Heidenzeit musst du wieder aufpassen. Wir haben ja, das geht jetzt nur um die geschichtliche Aufarbeitung, nicht um irgendwelche rassistischen Dinge da auf dem. Ja. Aber er hat ja schon geschrieben. Ach so, weil die Dampflokdienst war recht schmutzig und die sahen dann immer ziemlich russig und, ja. Wie hoch liegt ein Freiberg? 111 Meter. Gut, aber da kann man dann Steigungen einbauen. Und Frankenberg ein bisschen niedriger legt. Und Frankenberg wirklich ein wenig niedriger legt dann auf die Höhe. Dann haben wir da oben bis Freiberg haben wir schon Zeit, dass wir uns dann anhöhen. Gut, dass du nicht gesagt hast, flach gelegt. Na! Na! Wie war das immer wieder? Genau, warum tankt ein Manta-Fahrer verbleites Benzin? Das sag ich nicht. Weißt das du? Das sag ich nicht. Weißt du es, Tom? Nein, aber ich würde es auch nicht sagen, selbst wenn ich es wüsste. Damit das Auto tiefer liegt. Aha. Meiner lag auch so immer gut tief. Hast du einen Manta gehabt oder was? Oh, der will keine Manta. Stück. Drei Stück. Drei Manta, oh. Ja, zweimal B und einmal A. Oh. Ah, B-Manta, den wenn es einen guten Schuss setzt in der heutigen Zeit, der glaube ich war einiges wert.
Ja, der A, der war noch schöner. Ja. War mein Lieblingsgerät. Aber B-Manta ist doch, glaube ich, der aus dem Film, oder? Ja. Deswegen so, ja, die haben, glaube ich, dann wieder das eben eher den Kultstatus. Wobei ich finde, die Ja. Filme haben jetzt eh wieder so Verarschung oder so. Das Beste an dem Manta-Film ist der Klausi, finde ich. Oh ja, genau, der ist gut. Klausi ist, also. Der ist Kult. Genau. Aber mein schönster Opel war ein Ascona mit einem geschweißten Arsch. Wenn normal Der was ging kommt. einfach wie Schmieds Katze. Genau, man kann im Sandbox mal kann zur Städte aber sitzen, gell? Also man kann es ja Richtig. wegreißen und kann es ja dann danach wieder hinbauen. Genau, dann kannst du ja wieder hinbauen. Das ist ja nicht das Problem. Dann müssen wir fürs nächste Mal wirklich mal schauen, dass wir die Woche mal Nachmittag mal quatschen und dann lassen wir mal die ganzen. Ah, genau, da geht es ja dann auch noch. Da geht es ja auch noch dann ein bisschen nach rechts weg da herum. Dort müssen wir nämlich Ja, hin. da würden wir vielleicht ja sogar, würde ich sagen, auch schon wieder Bögen mit einbauen, ne? Also wir haben es ja jetzt so grob da liegen. Auch da können wir natürlich schon oben, wo wir da rauskommen, über die Brücke, dass wir da schon auch direkt mit dem Bogen rausgehen, Weil ne? da jetzt da, ey, da wo die Gleise enden, da ist schon wieder in irgendeiner Richtung, genau, abzweigen. Ne? Ja, vielleicht schon vorher, wo wir da mit dem Bogen rauskommen von unten, von der Güterstrecke. Ja, aber wir haben ja da Dass wir da die schon. Weichen drin hat. Genau. Ja, die Weichen sind ja jetzt erstmal nur provisorisch. Ne? Die können wir ja auch, wenn wir da gerade rausziehen und dann Dings, kriegen wir die Weichen ja auch wieder rein. Ja, Das aber ist ja da nicht das jetzt Problem. bis da los, da dann mal wieder so einen Bogen Richtung Rochlitz oder was ziehen. Da kann man nämlich vielleicht die S-Bahn-Gleise kann man dann da Richtung Bornau und so weiter umlegen. Ja. Aber da kann man mit beide Richtungen mit der Schewecker gehen dann. Genau, weil wir gehen Das ja ist auch da Richtung einmal. einmal Grimma und Dingsbums. Auf der anderen Seite gehen wir ja weiter Richtung Döbeln. Da ist jetzt unten dann. Das Ganze unten Ja, kannst du schön genau. mit Unten gehen wir Döbeln, weiter Richtung Döbel und Döbeln. Ding Oben machen. müssen wir dann einmal Richtung Grimma und einmal Richtung, was ist das? Nauen. Ja, da geht alles Das dann kann ich mal. einmal. Ja. Die eine Richtung geht dann da weg, so die Nonne. Hauptstrecke. Frankenberg, Chemnitz, Glauer, Glauchau, Zwickau, Plauen. Dann geht es einmal da auf Rochlitz um. Da kann man richtig schön. Und schauen, wenn wir da dann wieder am Fluss entlang kommen. Dann mittendrin haben wir auch noch ein paar schöne Fleckerl, wo man ja eigene Städte mal noch bauen kann. Das ist ja auch schön da. Oder da. Naja, gut, da müssen wir mal schauen. Ich würde möchte mal so Passau den Bahnhof auch mal irgendwo nachbauen. Aber da haben in der Mitte eh noch so schöne Fleckchen drin, da kann man richtig schön. Genau, und da machen wir einen Ja, Knick um und stimmt. geht dann auf Freiberg. Mit vielleicht S-Bahn-Abzweig da noch Nossen. Ah ja, das wird schon. Wollte schon gerade sagen, also das sollte nicht das Problem sein. Und dann eine schöne Stadt drumherum bauen. Ja, genau. Straßen alles setzen und alle Spielereigentum machen, am besten dann. Weil wenn es dann nicht sofort auf Anhieb klappt, mit der Stadt, dann kann die Stadt wieder abreißen und die Straßen bleiben. Das ist der Ich Vorteil. würde die Stadt manuell setzen da in der Mitte, wegen die Häuser und so weiter. Um den Ach so, Bahnhof okay. rundum. Dort Okay. würde ich alles manuell machen da. Sehr schön, sehr schön. Also die Stadt wird manuell gebaut, da wo jetzt der Bahnhof ist. Ich schreib's auf. Was denn? Dass du die manuell bauen willst. Ja, nein, 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 das brauchst du nicht aufschreiben. Das ist. Nein, 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 nein. Das soll schon so sein. Wäre nicht der Erste, du, der das erzählt und dann Du 2 Wochen meinst so später diese guckst du bei typischen Twitch und Bayern, dann, so nach oh. dem Motto, da, die in München sitzen mit dieser Thematik, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Aber die sitzen in Berlin auch oder sowas, also. Ja. Ich weiß schon, was du meinst, lieber Thomas. Kann man den noch weiterbauen oder machen wir Schluss für heute? Weiß nicht, halbe Stunde können wir noch machen. Von mir aus gerne.
Wenn du magst, wenn du kannst. Ja, ich hab kein Problem, ich hab Urlaub. Okay. Jetzt sind wir den Disc da ein bisschen immer. Wir gehen jetzt einmal da gerade aus und da rüber. Dann kann man ja mit dem einmal links raus und einmal geradeaus. Naja. Ah ja. Sag ruhig. Ne, ich meine ja nur, wir müssen ja auch noch irgendwie gucken, dass wir auch noch über den Bahnhof rüberkommen mit Straßen, nicht? Weil das brauchen wir natürlich auch noch, weil bringt uns ja nichts, wenn wir nirgendwo hin und her kommen. Du meinst du eine Brücke drüber? Hinterher, ja, ja. Ah, ja. Also das muss alles schon geplant werden, bevor wir ja irgendwie da großartig da, ne? Ja, das war ja dann da stehen wir da und kriegen es nirgendwo mehr vernünftig rüber. Dahinter dann irgendwo. Die muss irgendwo dahin, genau. Ja, aber du kannst ja theoretisch, könnte ja schon auch eine da am Bahnhof vorbeiführen. Das müsste doch eigentlich eh die gleiche Höhe sein, genau. Also theoretisch würde ja sogar schon eine, das haben wir wieder beim Thema Brückensand. Genau. Aber theoretisch. Ja, da muss ich dir auf jeden Fall noch was raussuchen. Auf jeden Fall müsste diese englischen Brücken, die brauchen wir auf jeden Fall. Weil theoretisch würde ja das schon mal gehen. Ach, was? Naja, die geht schon mal, ja, das stimmt. Nein, sag, wir haben ja eine Straße, können wir ja durchaus dann hier rüberziehen schon mal. Ja, ja. Zum Beispiel, also da gibt es ja Möglichkeiten, weil da haben wir ja die gleiche Höhe links und rechts. Genau. Ja, das ist nur, dass man dran denkt, ne? Weil es wird so schnell vergessen. Den der stehst du, dann hast du Gleise gelegt und bumm, ups, ich krieg überhaupt keine Brücke nirgendwo mehr hin, ne? Ich komme gar nicht rüber. Ja, da kann man ja dann dieses gute OG-Modell nehmen und kann ja dann sowas da machen. Ja, genau. Genau, ja, das ist immer das Schönste. So. Ah. Es war jetzt eher mehr ein Scherz. Da habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das dann ein bisschen weiter vorziehen. Mal schauen, ob wir da noch mit dem Gleis, wie gesagt, da nochmal rüberkommen oder so, ob wir das dann auch noch machen. Diese Wasserfänger, ja genau. Jetzt können wir ja da mal. Das muss ja auf alle Fälle auch noch größer werden da. Und dann ist das schon eine gute Höhe, dass man da drunter kommt, wenn man da den Bahn dann wieder macht. Oder was würde das Spielchen hier machen? Kannst du denn da eigentlich zwingen, dass er jetzt da eigentlich Unterführung macht? Ist das wirklich nicht hoch genug da? Nee. Mach mal die Dings alles auf Null wieder. Ah. Mini-Brückenhöhe, Mini-Tunnel. Ah, das ist doch lang an 6, das wollte ich jetzt mal sagen. Dann kannst du nämlich da unten auch schön durch. Also man muss natürlich den Bahn da mal ein bisschen weiter dann mehr so auf Kreisbreite machen oder sowas, aber ich hätte mir jetzt gedacht, weil die Höhe, der Höhenunterschied reicht dann schon, dass man dann durchkommt, genau, das ist ja schon mal. Ja, ja, das reicht aber nur, wenn du da die Settings nur umgeschrieben hast. Ja, ich hab's gesehen, ja genau. Original wird's wieder nicht reichen. Ja, man hat's gerade gesehen, weil sonst musst du wieder mit einmal N oder M nach unten gehen. Richtig. Und dann schaut's ja wieder kacke aus. Jetzt wirklich da.
waren ja eigentlich die mittleren zwei Gleise, gell? Die linken. Das waren dann die Hauptgleise wieder. Ja. Meine ich ja. Gestern kam die Post. Das Ding ist immer ein bisschen weiter, dann knicken wir weiter machen. Ne? Und nicht so lang. Ja, wie gesagt, immer gucken wir immer schöne Bögen. Nicht, dass es so knickig wird. Mörik, der Güterschützer, fragt, ob die Post von gestern schon gelesen hat auf Discord. Die Bilderchen und das ganze Zeug, ja. Ich hab's nur mit meinem Daumen geladen, zu mir bin ich noch nicht gekommen, wenn du das meinst. Da hab ich hab's nur gedownloadet. Mehr habe ich noch nicht gemacht, nur download. Jetzt immer ein bisschen, damit man die Länge hat. Sieht das knigelig aus? Was hat er denn gesagt? 160 hat er gesagt, oder? Ich habe 160 gemacht. Ja, und 160 hat er auch angezeigt, oder? Ach so. Ja. Okay. Das ist mal der vierte Nadias, oder? Ja, genau. 160, ja. Ja, dann ist gut. Dann ist okay. Dann kann es ja nicht so Ding sein. Dann kann man den kleinen Rangierbahnhof da Richtung Rochlitz machen. Ist ja dann die andere Kurve, aber es ist ja egal. Da können wir die drei Gleise nehmen, dann haben wir da vorne schon ein bisschen mehr. Jetzt warte mal. Und jetzt wieder auf der Geraden, dann ist es wieder so lange gerade, gell? Ist im Original aus. Gibt auf und macht die Kurven. Nein, ist ziemlich weit draußen dann wieder. Da geht es erst einmal zweispurig und dann ist nochmal ein Gleis auf der Seite. Dann war die Stadt noch ein bisschen länger. Und wenn wir das kürzer machen, ne, gar nicht. Na, so wurscht eigentlich, dann ist die Stadt halt schon einigermaßen groß. Naja. Ein Stück gerade und dann geht es wieder in den Knick rein. Ja gut, ich meine, nachbauen, so kann das ja eh nicht, ne? Nein, das ist nicht, aber so ungefähr halt, sag ich mal. Mal.
für Gleise haben kurz für kleine Mädchen. Viel Spaß. Bei der Gang hat eine Kurve geht sogar das Ding eine. Der macht sogar noch mal eine Kurve drüber, gell? Müssen wir es komplett in Kurven einziehen, dann wird es zweit wieder drin. Dann wird das zu weit wieder drüben. Warte mal, jetzt ziehen wir diese mal gerade. Können wir jetzt ruhig mal einfach gerade machen. Dann machen wir jetzt zwei Gleise Abstand. Weil wir jetzt auf der geraden Bahn wieder geschimpft, oder? Wir gleisen jetzt Hanna nicht voll. Bis morgen, Herr Güterschubser. Ciao. Ah, das haben wir 160, das sind, ja, müssen wir dann auch umbauen. Bin ich wieder da? So. Also eigentlich hätte ich im Badezimmer bleiben können. Weil? Weil es da so angenehm kühl ist. Da waren es nur 22 Grad und hier beim PC, wo ich hier sitze, habe ich 28. Ja. Ich habe zu meiner Frau gesagt, oder was? Jetzt ist wieder das gejammert, weil es zu heiß ist. Und in 6 Wochen schimpft man dann mit Oliver, so kalt ist. Ja, natürlich. Oh, der geht der untere schon weg, ne? Ja. Hehehe. Wir sind doch schon wieder frisch. Frisch am Bau. Güterschubser. Gute Nacht, schlaf gut. Ist die Einfädelung auch wieder kniegelig oder passt es? Ja, sieht halt ein bisschen kniegelig aus, oder? Naja, wo es geht noch. Gleich auch noch umziehen vielleicht. So, Spaß. Nur zwei Gleise im Original, glaube ich, oder? Da liegt der dritte. Ah, da liegen drei Gleise, genau. Da liegt ein drittes Gleis. Und mit Geschwindigkeit noch anpassen. Aber die Anbindung schaut ja mal gut aus, oder? Da haben wir noch vier Gleise noch hier und fertig für irgendwelche oder fünf. Wo ist denn da Ende gerade? Nur gucken, wie du schön immer schön da rauskommst, ne? Nur da reinkommst. Ich
Wieso snappst du da nicht an? Ja, das würde mich auch mal interessieren, warum man bei dir nicht immer ansnippt. Ja, jetzt hat er doch auch wieder gesnappt. Warum tust du schon zwischen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Da stimmt wieder irgendwas nicht. Ja, ist ein Knick drin, ne? Guck mal. Da hat dann wohl das Tool versagt. Und schon klappt's auch mit dem Snap. Das sieht ja schon immer wieder so komisch aussieht mit dem mit den Oberleitungsmasten. Ja, ich habe da mal einen Knick in der Optik drin, ist das. Ist das kniggelig oder? Kann ich doch so nicht sehen. Muss so ein bisschen nach oben. Damit man das die Kurve. Ich sehe ja nur ein Stückchen von der Kurve. So. Ja. Naja, es geht. Es geht, ist gut. Ist gut. Jetzt warte mal, wenn wir jetzt das von der herunter wieder ausschließen. Länger machen, oder? Das ist immer das Doofe, weil die Dinge nicht so schön passen dann. Das länger ziehen, oder? Guck doch mal, wie du hinkommst, wenn du. Geh mal auf Gleichskonstruktion, bitte. Guck mal, da ist doch eine Harfe. Die Switches, du meinst du die da? Nee, die äußere. Die Track Ladders. Ist doch eine Harfe. Ja. Guck mal, wie die aussieht, wenn wir die. Ich muss ja mal drehen, ne? Müssen wir von da mal wegreißen, oder? Ne, mach mal, stell die mal ein. Auf wie viele Gleise hast du da? 5, ne? 4, also komplett 5. Mach mal auf 4. Wie sie aussieht. Erstmal gucken, wie sie aussieht. Ja, jetzt musst du gucken. Genau, Turnout. Du kannst die, glaube ich, auch noch. Man kannst du die nicht auch noch im Bogen stellen? Und weiter runter. Da ist das Loop-Liste. Das ist die Höhe. Die Höhe? Ach ja, das ist die Höhe, okay. Achso, okay. Aha. Wir konnten die doch irgendwo auch im Bogen stellen, oder? Ging das nicht auch? Na, ist das wohl? Nee, aber ich auch nicht. Track Distance haben ja bloß die Abstände, genau. Nicht im. Gehen wir auf Turn out. Das ist Länge wieder. Das ist wieder länger. Ja, das ist der Winkel oder was? Keine Ahnung, wie größer das er macht. Ja, RW Bahnvideos dir auch. Gute Nacht, schlaf schön. Ciao, ciao. Mir war jetzt nur mal so eine Idee. Ja, wenn dann immer so vorne einer pfimmeln müssen, oder? Ja, das war jetzt nur eine Idee, weil, wie gesagt,
Ich meine, dass ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass man die auch irgendwie, oder war das jetzt was anderes? Oder war das das von Werner K., was ich hab? War das mit den... Das weiß ich nicht. Ich guck's mal gerade. Ich muss nur mal gucken, ich habe zwar so viel freie Fläche, aber... Können wir zum uns testen. Sind wir mal so do einbauen. Wahrscheinlich die Kurven nicht mehr hier. Das wird zu weit, ne? Die das grüne brauchen wir, gell? Genau, 40. Ah, der sogar. Machst du wieder einen Haufen Grün dazwischen, ja? Nee, wie gesagt, das war jetzt nur eine Idee, hätte ja sein können. Alles gut. Wie gesagt, ich weiß gar nicht. Ich meine, ich hätte das mal mit irgendeinem Tool gemacht. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wenn das nicht sogar in TPF 1 ist. Das Einzige, was sicher ist, sind unsere Renten oder über das. Na, wie gesagt, es kann sogar sein, dass das bei mir in TPF 1 war. Also. Jetzt die letzte Hafe, die habe ich ja mit den Dings gemacht, mit Open Railway Maps, ne? Also immer nur abgekupfert. Aber die sieht auch ganz gut aus. Geht eigentlich, weil steht nicht immer, was immer zum Beiß drin hat. Ja. Gut, aber ich glaube, dann lassen wir es für heute mal sein. Jetzt haben wir jetzt aber bestimmt gebastelt. Ja, es ist 10 Uhr. Ist doch eine gute Zeit, da gesagt. Ja, würde ich auch sagen. 10 Uhr ist gut. Aber du brauchst immer noch bei mir auch immer noch Lüfterchen erinnert, weil sonst hältst du es einfach nicht aus. Ist das echt so? Ja, ich muss jetzt auch gleich erstmal. Mal kurz auf Fenster stellen, bui, kurz hier pumpt, wird hier richtig weg. 10 Minuten. Weil wie gesagt, der Unterschied ist krass. Badezimmer und Wohnzimmer sind 22 Grad ungefähr und hier im Ding sind 28. Also. Weißt du nicht, wann der auf Twitch streamt oder sowas? Den man rüber raiden könnten? Weißt du nicht, beim Tom? Wann haben wir denn? Einen deiner? TPS sehe ich keinen, ja. Und den habe ich noch nie angeguckt, der war zwar schon mal bei uns im Stream, aber da geht schon nicht hin, weil es Chat nur verifizierte Kunden konnten. Den kenne ich auch nicht. Auch nur verifizierte Konten. Da gehe ich nicht hin. Oder sowas. Da ist keiner drauf. Ja, wie gesagt, die beiden Deutschen, die da sind, die haben nur Dings und Chat nur für Follower und verifizierte Konten. Ja, das ist aber der Duftung, ne?
Das ist doof, ja, das mag ich nicht. Ja, dann lassen wir es halt für heute mal gut sein. Dann lassen wir es, ansonsten wüsste ich jetzt auch keinen. Schauen wir mal, ob das Ding noch online ist, aber ich glaube auch nicht. Nein, der ist auch schon weg. Na gut, dann lassen wir es für heute. Und ich mache jetzt nicht weiter. Ich schmeiß jetzt nicht meinen Stream an. Ja, dann, ja gut. Wenn keiner da ist, wie gesagt, die Leute, die da Chat nur für Follower und sowas haben, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, aber ich glaube, bei Budding ist es halt auch so, weißt du, dann die ganzen Dinge mal heraus hast, aber dann ist gut für heute da die Song. Dann, ja, wie gesagt, sehen wir uns morgen dann wieder vielleicht, wer mag. Ich sage danke, Tom, wieder für deine Geduld. Immer gern. Immer und dann gern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gute Nacht zusammen.